Jetzt kommen die Handballer vom VfL Herford. Wir fangen mal mit der weiblichen C-Jugend an, die sich jetzt langsam in Bewegung setzt, meine Damen und Herren. Zu uns kommen Lisa Marie Dreckshage, Mia Reckendorf, Feline Kleinemeier, Lia Strien, Maxine Lindemann, Alessa Hönsch, Nele Säger, Leonie Echtonka, Katharina Kleimann, aber wir sind noch nicht durch. Emma Oberdieck, Katharina Strasser, wir sind immer noch nicht durch. Nelly Suppelter, Lena Arning, Alina Gaubert und der Trainer, oder die Trainer sind Thorsten Lampe und Kerstin Strieb. Der Co-Trainer ist Pascal Große-Wortmann. So, und während hier die Ehrungen durchgeführt werden, sag ich mal schnell, wofür denn diese jungen Sportlerinnen hier bei uns auf der Bühne stehen und sie wirklich ausnutzen, das muss ich jetzt mal sagen. Und zwar für den Aufstieg in die Oberliga 2016-2017, Kreismeister und Bezirksmeister 2016. So, und wir erinnern uns ja alle an die schnellen Rückenschwimmer von der Familie Strien, ne? Ist es das? Lia, komm mal zu mir. Komm mal mit, komm zum Onkel. So ein Mist, ne? Dass der Vater 1977 so ein schneller Schwimmer war, ne? Das Schlechte, da wird man dann aus der ganzen Handballmannschaft rausgepickt. War Schwimmen, liebe Lia, war Schwimmen nie eine Alternative? Nein. Warum nicht? Weil Handball cooler ist. Okay. Ja, da werden jetzt die Handballer, glaube ich, auch applaudieren. Ne? Und ist das wirklich so, dass die Mutter hatte die Handball-Affinität, also die den Spaß am Handball hat, gesagt, hey, meine Kinder sollen mal lieber in den Handballverein gehen. War das so? Ja. Wie ist es denn mit deinem Schwimmen? Kannst du dich über Wasser halten wenigstens? Ja. Ja. Also im Freibad, großen Felde, da, also man muss dir nicht den Schwimmring geben oder so. Nein. Geht schon. Ja. Was ist das Schöne an der Mannschaft? Wie habt ihr gefeiert? Oh, da wird aber ganz seltsam gelacht da im Hintergrund. Ein mittelleicht irres Lachen aus der zweiten Reihe, möchte ich fast sagen, ja. Hm? Wie wurde denn gefeiert? Komm, wir holen mal diese Lachpflanze. Komm mal mit nach vorne her. Komm mal zum Onkel Jörg. Komm mal mit. Komm, ganz brav. So, wer ist das? Wen habe ich da nach vorne geholt? Wer? Leonie. Leonie, wieso hast du so einen Spaß, wenn ich nach eurer Feier frage? Leonie, sag was. Hör auf deine Trainerin. Was? Also es scheint auf jeden Fall eine schöne Feier. Wir fragen mal den Trainer, glaube ich. Wir machen dem mal ganz ein Ende und fragen mal den Thorsten Lampe. Thorsten, kommen Sie doch mal. Was, haben die so wild gefeiert, die Mädchen, oder was? Oder wissen Sie das vielleicht gar nicht? Och, das weiß ich schon. Wir haben mit Krönchen gefeiert. Wir haben Krönchen auf dem Kopf gehabt. Und haben Handball gespielt, haben dann noch verloren, aber haben trotzdem gut gefeiert, weil der Aufstieg vorher schon sicher war. Wir haben bei einer großen amerikanischen Schnellimbisskette gegessen und da gefeiert. Und ein Krönchen aufgehabt.